Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist AdminWD ohne T. Willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute die Fragen, die ihr mir auf Instagram und Telonym gestellt habt, beantworten. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit diesem Video. Und zur kleinen Info, ich habe jetzt mein Mikrofon nach hinten verlegt, also so hier oben ungefähr. Und es könnte sein, dass der Ton jetzt ein bisschen anders ist, weiß ich jetzt aber nicht. Genau, ich habe vorhin mal reingehört, es bearbeitet und dachte, ja, klingt eigentlich ziemlich gleich, aber es könnte jetzt sein, dass es komplett anders klingt. Wenn es mir nicht so gefällt, nehme ich mein Mikro wieder hierher. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Fragen von Instagram als erstes. Da waren es nicht so viele, ich glaube nur 5 oder 6. Und auf Telonym waren es aber dann ein bisschen mehr noch. Ich glaube 8 oder 9 sind dann noch dazugekommen. Also, Leute, ihr stellt gerne anonyme Fragen. Also, ich werde die Fragen immer hier drüben mit einblenden. Und alle, die auf Instagram gestellt haben, werden auch mit Namen ernannt. Und beziehungsweise kenne ich eh die Leute. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Frage. Und zwar ist die Frage von F.K.99. Warum hast du deine Luxor-Freunde deabonniert? Ja, kleine Geschichte. Ich war beim Luxor, also ist so ein Club in Chemnitz. Und da habe ich zwei, ja, unbekannte Leute getroffen. Die waren aber ziemlich cool drauf, deswegen haben wir uns gegenseitig abonniert. Und ja, auf die Frage zurückzukommen, warum ich euch deabonniert habe, euch beiden, ja, ist ganz einfach, und zwar, wer meinen Abonnenten auf Instagram jetzt gesehen hat, ist genau bei 187. Und deswegen musste ich mich leider von manchen trennen, auch wenn es mir ziemlich leid tut. Ich musste dann leider Prioritäten setzen. Aber es tut mir leid, Jungs, ich vergesse euch trotzdem nicht. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zur zweiten Frage, und zwar von Wille-PMB. Grüße gehen raus an dich, Brudi. Ich möchte wieder ins Bett. Ist für mich ehrlich gesagt keine Frage, aber dadurch, dass ich Umfrage früh gestellt habe, kann ich dich verstehen, dass du ins Bett willst. Also. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von der Stacy, beziehungsweise der Instagram-Name steht jetzt hier drüben mit. Willst du mit mir essen gehen? Fragezeichen, Herz. Ja, können wir gerne machen. Wir wollten schon immer mal irgendwann mal essen gehen, aber kam irgendwie nicht wirklich so richtig dazu. Und ja, melde dich einfach mal. Die nächste Frage kommt von Julia Bayer. Kleine Mrs. Capulet schreibt, vermisst du die Zeit im Krankenhaus? Fragezeichen, Kuss-Smiley. Für Leute, die mich jetzt nicht persönlich kennen, ich habe vorher mal im Krankenhaus gearbeitet für 1,5 Jahre. Als Bundesfreiwilligendienstleistender im Hol- und Bringedienst, also für Post- und Patiententransport sozusagen. Unter anderem war ich auch ein halbes Jahr mit der Julia Bayer, die mir die Frage gestellt hat, zusammen. Also nicht zusammen, sondern wir haben zusammen gearbeitet. Und ja, Grüße gehen raus an dich, Miss Capulet. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist es auch die letzte Frage hier auf Instagram, die öffentlich gestellt worden ist. Und zwar von X. Gugnetzublede. X. Ja, Selina. Hi. Also, entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Zungen rausstrecken, Smiley, Lach-Smiley. Ich glaube, sie meint einfach nur meine, ja, Rechtschreibung, die ich hier drin hatte, also mein Rechtschreibefehler, weil ich statt Beschreibung, Berschreibung geschrieben habe, blende ich hier mit ein, meine Story. Ja, danke. Ich weiß, dass ich bescheuert bin. So, switchen wir ganz kurz um auf Telonym. Da wurden mir aber anonyme Fragen gestellt. Auf jeden Fall viel mehr. Und zwar kommen wir zu der ersten Frage. Deine Videos kommen unregelmäßig. Ja, ist zwar auch keine Frage, sondern eine Feststellung, aber ja, die kamen jetzt in der letzten Zeit ein bisschen unregelmäßig. Wer es genau wissen will, einfach das letzte Video von mir anschauen, dann wisst ihr Bescheid. Dieses Jahr SSB, also Sputnik Spring Break. Na, auf jeden Fall bin ich da dabei, also so wie die letzten 3 Jahre. Also ist ein Festival, für Leute, die das nicht wissen, auf einer Halbinsel. Mega geil, hier in Deutschland natürlich. Freue mich schon wieder, alle wieder zu treffen. Mega geil. Abonnenten-Special, Fragezeichen, Lach-Smiley. Danke. Ja, ich weiß. Auch das letzte Video abchecken, da habe ich auch nochmal was zu meinem Abonnenten-Special gesagt. Und ja, es tut mir wirklich leid. Bros,
Trichtern, Fragezeichen, Lachsmiley, auf jeden Fall. Also kann ich mir schon gut vorstellen, wer die Frage eventuell gestellt hat, beziehungsweise kann ich schon fast eingrenzen, wer es gestellt haben könnte. Warum kommen keine Videos mehr? Wieso kommen hier nur Fragen von irgendwelchen Sachen von YouTube? Okay, gut. Ja, einfach das letzte Video abchecken, dann werden die ganzen Fragen beantwortet, die hier gerade auftauchen. Was kommen für Streams? Ja, das habe ich am Montag nicht beantwortet, was genau für Let's Play Streams kommen werden. Es werden auf jeden Fall am Wochenende FIFA Weekend League sein, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und über der Woche wahrscheinlich dann Resident Evil, weil ich habe es ja schon angespielt, Resident Evil, und würde das dann weiter streamen und es dann auch so hochladen. Beziehungsweise habe ich auch noch was, einen Fehler entdeckt bei mir im letzten Video, und zwar es werden Let's Plays von FIFA kommen, aber nur Pack Openings oder irgendwelche Rewards, also ja, also kein richtiges Gameplay, sondern einfach nur, wenn es ein Pack Opening ist oder wenn ich irgendwas krasses gezogen habe. Beziehungsweise tue ich immer, wenn ich Packs aufmache, gleich eine Aufnahme machen und die alle zusammenschneiden irgendwann mal und werde so ein Video verpacken, und davon wird es dann noch ein Video geben. So, an jemanden interessiert? Fragezeichen. Nein, bin ich nicht. Warum dieser Spruch bei Telonym? Welcher Spruch? Jetzt muss ich erstmal schauen, also schaue ich natürlich gleich live. So, was habe ich denn drinne? Weil du die Liebe meines Lebens bist, Ausrufezeichen, Bindestrich Päusel. Ja, dieser Spruch kam noch von letzten Jahr, beziehungsweise bin ich nicht so oft mehr auf Telonym und ändere es auch fast nicht und lasse ich jetzt auch einfach so drinne. Beantwortet aber gerade nicht die Frage, irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Spruch kam, als ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, und ja, dazu gehe ich auch nicht näher ein. Wann kommen mal wieder Videos mit Freunden oder so? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wann mal wieder so ein Video kommt. Ich habe schon mal mit jemandem immer drüber gesprochen, ob wir mal eins machen, oder beziehungsweise sind auch viele einfach zu schüchtern. Ja, aber es wird mal wieder eins kommen, denke ich, irgendwann mal in der nächsten Zeit mal. Mit der Pratine habe ich natürlich auch schon gesprochen, hätte auch Bock mal wieder ein Video zu drehen, aber hat halt kaum Zeit dafür, aber wir kriegen schon mal wieder eins hin, denke ich, ja. Also, es wird schon mal wieder eins kommen, oder mehrere. Kann man dir schreiben? Fragezeichen, Affensmiley, dass sich deine Augen zuhält. Ja, kannst du gerne machen auf Instagram oder... Wenn du meine Nummer hast, dann einfach auf WhatsApp oder auf Snapchat. Alles hier irgendwo eingeblendet hier durch die ganze Gegend und so. So, dann kommen wir auch zur letzten Frage. Was sind so deine Ziele auf YouTube? Ich hätte gar nicht gedacht, dass hier so viele Fragen von YouTube kommen, sondern eher damit gerechnet, dass irgendwelche persönlichen Fragen kommen, weil ich weiß, dass die meisten meiner Abonnenten auch Leute sind, die ich persönlich schon kenne. Beziehungsweise noch nicht so viele sind, die außerhalb jetzt sind, aber ich wusste gar nicht, dass so viele sich noch jetzt für das YouTube interessieren und nicht für das Persönliche von mir, aber egal. Ja, jetzt kommen wir auf die Frage zurück. Meine Ziele. Als ich mit YouTube angefangen habe, vor 3 Monaten, beziehungsweise 4 Monate mittlerweile jetzt schon, habe ich mir einfach das Ziel gesetzt, einfach mal irgendwas konsequent durchzuziehen und konstant irgendwas zu machen. Beziehungsweise auch mal ein Hobby zu haben und irgendeine Freizeitbeschäftigung und nicht einfach nur irgendwas zocken. Und ja, hab gedacht, jo, du brauchst einfach mal irgendein Hobby. Und ich hab gedacht, ich habe vor 5 Jahren schon mal angefangen mit YouTube, warum machst du jetzt nicht einfach mal weiter? Nur ich habe damals nicht durchgezogen, und jetzt habe ich gedacht, so, ja, jetzt bist du etwas älter geworden und ja, irgendwas möchtest du auch mal in dein Leben mal durchziehen, und jetzt dachte ich, ja, ziehst du halt mal YouTube durch. Wenn es jetzt um irgendwelche Zahlen geht, also meine Ziele jetzt für, keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwann mal 3, 4 Millionen Abonnenten haben möchte, habe ich mir die Frage eigentlich noch nie gestellt. Ich meine, es ist natürlich geil, wenn es dann irgendwann mal so groß werden sollte, es ist keine Frage, ich mein, ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie mein Ziel, wo ich dann sage, ja, ich möchte jetzt, keine Ahnung, die 3 Millionen Abonnenten in meinem Leben erreichen oder so, sondern einfach, mein Ziel ist einfach, konsequent durchzuziehen, Leute zu unterhalten, beziehungsweise auch einfach nur meine Freunde zu unterhalten und nicht damit jetzt, keine Ahnung, groß zu werden oder irgendwie Geld zu verdienen. Und falls das mal so werden sollte, das sage ich auch zu vielen meinen Freunden,
weil die immer gefragt haben, ja, machst du das jetzt, weil du, keine Ahnung, damit Geld verdienen willst oder weil du berühmt werden möchtest, beantworte ich eigentlich immer meistens damit, dass ich einfach immer sage, nö, ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und ich mache das als Hobby. Und wenn es aber so werden sollte, dass ich damit Geld verdiene und berühmt werden sollte, dann fände ich das mega geil und könnte sozusagen mein Hobby zu Beruf werden lassen. Und ja, wer würde sich da nicht freuen? Und das ist auch kein Geheimnis, finde ich. Ja, und ich würde sagen, das war's heute mal wieder mit diesem Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und einen Abo sehr freuen. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare Verbesserungsvorschläge reinballern. Und somit sehen wir uns am Samstag wieder mit, keine Ahnung, was für ein Video kommt, aber es wird schon irgendeins kommen. Mach's gut. Ciao.